Er hatte schon ein Gespräch mit Annegret Kamm-Karrenbauer letzten Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Vor Ort waren sie jedoch nicht als CDU-Vertreter, sondern als Verteidigungsministerin bzw. Außenpolitiker. Viele Themen gab es dort zu besprechen für die noch CDU-Vorsitzende und den neuesten Kandidaten für ihre Nachfolge. Über seine Bewerbung habe er aber auch sie erst heute informiert. Es geht um die Zukunft der CDU. Und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kamm-Karrenbauer wenig gehört. Und darum kandidiere ich. In Röttgens Politkarriere geht es lange Zeit vor allem bergauf. 2009 wird er Bundesminister für Umwelt. Ein Jahr später setzt er sich in Nordrhein-Westfalen im Ringen um den CDU-Landesvorsitz durch in einer Mitgliederbefragung gegen Armin Laschet. Doch bei der Landtagswahl 2012 verliert er dann, trotz anfänglichen Vorsprungs in den Umfragen. Spott gibt es da selbst aus der Schwesterpartei. Der Röttgen hat gegen die Frau Kraft mit einem Verhältnis 37:34 begonnen. Und innerhalb von 6 Wochen ist es weggeschmolzen, wie ein Eisbecher, der in der Sonne steht. Als er sich dann weigert, in NRW die Opposition zu führen, wirft Merkel ihn aus dem Kabinett. Es ist die totale Niederlage. Wenn man so eine Niederlage erlebt hat, dann bleibt das relevant. Aber es bleibt vor allen Dingen relevant, wenn man wieder aufgestanden ist. Seither erwarb Röttgen vor allem außenpolitisches Profil, weniger als Parteistratege. Nun fordert er, die CDU müsse sich klar zur AfD, aber aus ganz anderen Gründen auch zur Linken abgrenzen. Zudem einen Ost-West-Dialog auf Augenhöhe fördern. Und seine Chance? Nun, als vierten Kandidaten sieht er sich nicht. Ich bin der bislang Erste und Einzige, der seine Kandidatur erklärt hat. Ich habe gelesen, dass es Überlegungen bei anderen gibt, dass aber noch irgendwie auch gesehen wird, wie die taktischen Opportunitäten herzustellen sind. Insofern muss ich sagen, bin ich nicht der Vierte, sondern ich bin der Erste, der die Kandidatur klar erklärt. Er hat übrigens noch keinen neuen Gesprächstermin mit ihr. Aber es gehe ihm jetzt auch nicht um Kaffee trinken, sondern darum, dass der Prozess nun politisch werde. Paukenschlag also, Norbert Röttgen will's wissen und CDU-Parteivorsitzender werden. Und bei mir ist jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff. Guten Tag, Mathis. Hallo. Welche Chancen hat Röttgen, es tatsächlich an die Spitze der CDU zu schaffen? Naja, das weiß er, glaube ich, selber. Und wenn man ehrlich ist, die Chancen sind doch eher gering. Norbert Röttgen ist ja 2012 damals nicht nach NRW gegangen als Oppositionsführer. Das hat ihm die Partei in NRW, und das ist der größte Landesverband, aber auch Angela Merkel sehr übel genommen. Angela Merkel hat ihn damals dann als Umweltminister entlassen und er ist tief gefallen. Also sowas vergisst so eine Partei nicht, dass jemand im Grunde wegläuft an so einer Stelle, auch wenn er sagt, ich bin wieder aufgestanden. Jetzt ist Röttgen der erste offizielle prominente Bewerber, muss man sagen. Es gibt ja 3 weitere, Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn, die sich wohl auch bewerben werden. In den letzten Tagen gab es immer wieder Stimmen, die gesagt haben, bloß eine Teamlösung, keine Kampfkandidatur. Ist das jetzt obsolet, diese ganzen Pläne? Wird es auf eine Kampfkandidatur hinauslaufen? Es scheint so zu sein. Er hat gesagt, er ist der Kandidat für den Parteitag. Und wenn er die Unterstützung von entsprechenden Kreisverbänden hat, kann er auf den Parteitag antreten. Das will er offenbar. Er hat diese Teamlösung als machtpolitische Lösung beschrieben, eben also als eine Lösung von den Leuten, die sich um diese ganzen inhaltlichen Fragen, die er aufgemacht hat, herumdrücken wollen. Das ist klar eine Kampfansage an Merz und Laschet oder aber auch an Spahn. Und dann hat er etwas gesagt, was interessant war. Er hat nämlich gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er in den letzten Jahren die Politik vor allen Dingen vergessen hat, mit den Menschen zu reden. Dass man die Menschen im Stich gemacht lassen habe, das habe ihnen Angst gemacht und das würde sie zur AfD treiben. Und damit meint er vor allen Dingen Angela Merkel. Also im Kern ist dies auch eine Kandidatur gegen Angela Merkel. Okay, also Röttgen positioniert sich strategisch. Blicken wir jetzt noch mal nach Thüringen. Da hat die Linkspartei ja die CDU in Thüringen in die Bredouille gebracht. Sie hat eine Offerte gemacht. Sie hat gesagt, wir wollen eine Übergangsministerpräsidentin und die kann von der CDU kommen. Christine Lieberknecht schlagen wir vor. Ist das für die CDU zu schön, um wahr zu sein? Das ist vor allem ein bitteres Dilemma, was da jetzt gerade passiert. Christine Lieberknecht ist die Vorgängerin von Herrn Ramelow. Das ist sozusagen ja das Problem, das ist möglicherweise eine Kandidatin, auch wenn sie von der CDU kommt, die von Herrn Ramelow vorgeschlagen, schon Zusammenarbeit mit der CDU, mit der Linkspartei, weiß ich nicht. Aber
mal im Ernst, Christine Limmerknecht hätte ja genau eine Aufgabe, nämlich Neuwahlen zu organisieren. Das heißt, eine von Ihnen müsste Neuwahlen organisieren, bei denen die CDU nach allen Umfragen, die wir jetzt kennen, sich möglicherweise halbieren würde. Das ist natürlich ein total bitteres Dilemma und deswegen dauert es jetzt auch lange. Die feilschen im Thüringer Landtag über die Frage, wann denn dieser Wahltermin sein könnte. Die CDU würde gerne im Herbst wählen, die Linkspartei deutlich früher. Beide aus machtpolitischem Kalkül. Vielen Dank für diese Einschätzung, Mathis Feldhoff.